Bist du schon einmal über etwas so Bizarres gestolpert, dass du dir nicht vorstellen konntest, wozu es gut sein soll? Die Gegenstände, über die diese Leute gestolpert sind, waren so seltsam, dass sie nur noch im Internet nach Antworten suchen konnten. Und die Antworten, die sie fanden, waren noch seltsamer als erwartet. Nummer 20. Verblüffende Knochen. Als ein Reddit-Nutzer diese merkwürdigen tierischen Überreste fand, nahm er an, dass es sich um die Klauen oder die skelettierte Hand eines seltsamen Säugetiers handeln müsse. Doch dank der sachkundigen Nutzer der Seite stellte sich heraus, dass es sich in Wirklichkeit um die Zähne eines Graskarpfen handelt. Graskarpfen wurden in Nordamerika eingeführt, um Unkraut in Wasser zu bekämpfen, und dafür sind diese großen Zähne da. Aber jetzt kommt das Seltsamste. Anders als die meisten anderen Tiere behalten die Graskarpfen ihre Zähne im hinteren Teil ihres Halses und nicht vorne. Also lass die Finger davon. Nummer 19. Rätselhafte Taschen. Ein Mann entdeckte diese winzigen Säckchen, die stark nach Potpourri rochen, auf der Motorhaube seines Lastwagens, nachdem er ihn auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Aber das waren nicht die Überreste einer Explosion auf der Kunsthandwerksbörse. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine indianische Tradition handelt, die Gebetsriemen genannt werden. Sie sind mit duftenden Kräutern und Tabak gefüllt und werden verwendet, um Wünsche, Dankbarkeit und beste Absichten zu übermitteln. Von allen stinkenden Dingen, die jemand auf der Motorhaube deines LKW hinterlassen kann, sind diese sicherlich eines der besten. Aber wer der Gratulant war oder welche Absichten er hatte, werden wir wohl nie erfahren. Nummer 18. Seltsame Symbole. Diese beiden gruseligen, okkulten Symbole wurden auf ein Garagentor in einem Wohnkomplex in Austin, Texas gesprüht. Besorgt fragte der Bewohner des Wohnblocks im Internet nach, was da los sei. Es stellte sich heraus, dass die Symbole keine Bandenzeichen oder zufällige Graffiti seien. Es handelt sich angeblich um Symbole oder Siegel, die von Magiern verwendet werden. Für diejenigen, die an der Macht dieser Symbole glauben, soll das Symbol auf der schwarzen Tür den Schaden auf den Angreifer zurücklenken. Das Symbol auf der weißen Tür ist ein Bannspruch, um einen Ort von bösen Geistern zu läutern. Ob du nun daran glaubst oder nicht, es ist auf jeden Fall ein gruseliger Fund. Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht wissen, was für ein böses Wesen der Symbolmaler loswerden wollte. Nummer 17. Mac Mystery Geschmack. Ein unglücklicher Kunde bei McDonald's biss in seinen Burger mit Käse und stellte fest, dass sich eine seltsame blaue Substanz in seinen Burger verirrt hatte. Schlimmer noch, er schmeckte sie, bevor er sie sah, und beschrieb ihren Geschmack als eindeutig chemisch. McDonald's-Mitarbeiter haben das blaue Zeug schnell als ein Stück der Handschuhe identifiziert, mit denen die rohen Patties angefasst werden. Der chemische Geschmack war das teilweise geschmolzene Plastik der Handschuhe. Nicht gerade lecker, aber wahrscheinlich genauso nahrhaft wie ein handschuhfreier Burger der Fastfood-Kette. Nummer 16. Ein Bauwerk in den Wäldern. Dieses seltsame kleine Bauwerk wurde mitten in einem Wald in Deutschland entdeckt. Aber es ist weder ein schweres Plumpsklo noch ein Retro-Raumschiff. Es handelt sich um eine Splitterschutzzelle, die nach einer leckeren Backware klingt, aber in Wirklichkeit ein Ein-Personen-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Sie besteht aus Stahlbeton und ist vielleicht nicht sehr bequem, aber sie haben unzählige Menschenleben vor Bomben und leichten Schüssen gerettet. Nummer 15. Sphäre aus dem Jenseits. Ein Wanderer in New Mexico entdeckte diese Metallkugel mit einem Durchmesser von 46 cm mitten in der Wüste im White Sands National Park. Was die meisten Betrachter zunächst verblüffte, wurde schließlich als Weltraumschrott entlarvt. Genauer gesagt eine Titankugel. Das ist nicht nur ein Wunschtraum der Außerirdischen. Metallkugeln und Halbkugeln werden gelegentlich auf der ganzen Welt gefunden, weil sie sich von den Höhenkontrollsystemen von Raumschiffen gelöst haben oder während des Starts freigesetzt wurden. Sicherlich ein bizarrer Fund, aber einer der coolsten bis jetzt. Nummer 14. Deckenteppich. Diese faszinierende Deckeninstallation wurde in einem Plantagenhaus aus dem Jahr 1700 entdeckt und löst eine Debatte über ihren Zweck aus. Sie sieht aus wie eine Falle aus Kevin allein zu Haus, aber in Wirklichkeit ist sie ein altmodischer Deckenventilator, der im amerikanischen Süden, wo die Sommer am härtesten waren, üblich war. Durch Ziehen am Seil wurde er hin und her bewegt, um die Leute beim Essen abzukühlen und Fliegen vom Essen fernzuhalten. Nummer 13. Mighty-Dekoration. Als ein Reddit-Nutzer dieses Bild der seltsamen schwarzen Farbe an den Wänden der Herberge, in der er wohnte, teilte, fragte er sich, was die Ursache sein könnte. Eine gotische Dekoration? Nein, viel schlimmer. Es ist ein Zeichen für einen ernsthaften Termitenbefall. Genauer gesagt kommt die Schwärze von Termitenschleimröhren in den Wänden, die nicht durch Ausräucher behandelt werden können. Also viel Glück in der Jugendherberge, Kumpel. Nummer 12. Gefallene Kieselsteine.
Diese Kieselsteine, die man überall in Ägypten findet, sehen vielleicht wie verschimmeltes Brot aus, aber sie sind viel mehr als das, was man denkt. Diese bläulichen Steine sind in Wirklichkeit außerirdischen Ursprungs. Sie stammen nicht von diesem Planeten. Sie kamen als Teil eines viel größeren Meteoriten an und Wissenschaftler glauben, dass sie im Weltraum geschmiedet wurden, bevor unsere Sonne überhaupt existierte. Nummer 11. Das Glas des Bizarren. Als ein aufrechter Bürger den Müll am Straßenrand aufräumte, wurde er für seine gemeinnützige Arbeit mit dem Pech belohnt, das hier zu finden. Es ist ein Glas voll mit kleinen Hufen. Könnte es das verlegte Eigentum einer Hexe sein, die es für ein Ritual braucht? Vielleicht ein ungewöhnlicher Glücksbringer? Vielleicht. Oder, was ebenso wahrscheinlich ist, hat jemand versucht, seinen eigenen Leim herzustellen. Einige Holzarbeiter verwenden immer noch den guten alten Tierleim, den man durch Auskochen von Hufen in einem Topf herstellen kann. Unnötig zu erwähnen, dass dies die am wenigsten vegane Art ist, zwei Holzstücke zusammenzukleben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Zweck dieses seltsamen Fundes ist, aber ich wollte ihn trotzdem mit dir teilen. Nummer 10. Essensreste. Ein Verwandter eines Redditors fand diese organisch aussehende Kette mysteriöser Herkunft, als er seinen Rasen mähte. Wie du an seinem Gesichtsausdruck erkennen kannst, hat er keine Ahnung, was das Ding ist, außer dass es eklig aussieht. Aber die wahrscheinliche Wahrheit ist noch viel ekliger. Es könnte die Gebärmutterröhre einer Schlange sein, die mit Eiern gefüllt ist. Höchstwahrscheinlich wurde die Schlange von einem Raubvogel oder einem anderen Raubtier gefangen, das die arme Schlange dann aufgeschlitzt hat, um Fleisch zu bekommen. Wahrscheinlich flog er mit dem Körper der Schlange davon, während die Eiröhre entweder herausschwappte oder für einen leichteren Fluchtflug zurückblieb. Verdammt Natur! Nummer 9. Digitale Medizin. Diese Oxycodonflasche wurde im Wald gefunden, was schon seltsam genug gewesen wäre, wenn sie nicht auch eine Art elektronisches Gerät zwischen ein paar zerbrochenen Pillen enthalten hätte. Wie auch immer. Das Internet erklärte, dass es sich um eine sogenannte Köderflasche handelt, die benutzt wird, um Pharmadiebe zu fangen. Die Apotheken stellen sie zwischen den echten Flaschen, wo sie gestohlen werden können, und der Standort wird von der Polizei verfolgt. Diese Flasche könnte von einem Dieb weggeworfen worden sein, der den Trick durchschaut hat und entkommen konnte. Oder vielleicht hatte er echt viel Mühe, die Platine zu schlucken. Nummer 8. Unglückliche Mahlzeit. Ein weiterer unzufriedener McDonald's-Kunde war verwirrt und beunruhigt, nachdem er diesen kleinen spitzen Gegenstand in seinem Burger gefunden hatte. Sie war zu Recht besorgt, denn sie hätte beinahe die Nadelspitze des Insulinpens verschluckt. Die unglückliche Kundin ging nach dem Vorfall, der internationale Schlagzeilen auslöste, zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass ein kostenloser Milchshake ausgereicht hätte, um dieses Missgeschick wieder gut zu machen. Nummer 7. Schildkrötenmensch. Auf einer Reise nach Japan stolperte ein Mann über diese bizarre Darstellung eines illustrierten Mannes, der sich in die Bequemlichkeit seines übergroßen Brustkorbs zurückgezogen hat. Da er kein Japanisch lesen konnte, war der einzige Text, den er ins Originalplakat lesen konnte, Englisch: How to make a turtle human. Die Erklärung ist nicht weniger seltsam. Es handelt sich um die Schaufensterwerbung für ein Buch des japanischen Künstlers Satoshi Kawasaki, in dem es darum geht, wie Menschen mit den Knochenstrukturen verschiedener Tiere aussehen würden. Von Flamingos über Pferde bis hin zu Vögeln ist alles dabei. Einer verstörender als der andere. Nummer 6. Federball. Dieser Federball fiel vom Himmel in den Garten eines Ehepaars aus Idaho, das immer verblüffter wurde, je näher es ihn betrachtete. Das Äußere sieht aus wie ein perfekt kugelförmiger Vogel, während das Innere ekelhaft fleischig aussieht und voller Fliegeneier ist, die im Internet als solche identifiziert wurden. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Nun, wenn sich Raubvögel wie Falken darauf vorbereiten, Beutetiere zu fressen, rupfen sie manchmal vorher ganze Schwaden von Federn auf einmal aus. Manchmal wird dabei auch die Haut abgerissen. Unter bestimmten Bedingungen kann sich diese Haut zu einer Kugel formen, wenn sie austrocknet und die Feder nach innen zieht. Was übrig bleibt, ist das seltsame Knäuel aus Federn und Haut, das du hier siehst. Ich glaube, ich lasse mein Mittagessen heute ausfallen. Nummer 5. Alien im Wasser. Dieses seltsame Objekt, das an die verlorenen Maracas eines Außerirdischen erinnert, wurde bei einer Kajaktour auf dem Mississippi gefunden. Das seltsame bunte Ding ist in Wirklichkeit eine Kolonie von Phylactolemata bryozoa, einem Moostierchen, das normalerweise im Salzwasser vorkommt. Wahrscheinlich hat es seinen Weg in den Süßwasser Mississippi gefunden, indem es durch Nebenflüsse hineingetrieben wurde, bevor es sich der Kajakgruppe anschloss. Es mag den Eindruck erwecken, dass plötzlich ein Maul auftauchen und die Hand abbeißen könnte, aber in Wirklichkeit sind sie harmlos, sie sehen nur seltsam aus. Nummer 4. Zahngesichtskiller. Dieses sehr gruselige Gesicht aus Zähnen wurde bei einem Nachlassverkauf gefunden. Die Verkäufer wussten nicht, woher es stammte, aber der Käufer ließ es von einem Zahnarzt untersuchen, der bestätigte, dass es aus den Zähnen eines erwachsenen Mannes gemacht war. Für die Frage nach dem Warum wandte sich der Käufer an das Internet. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie von einem gelangweilten Zahnarzt oder Studenten angefertigt wurde, der etwas Prothesenkunststoff, ein paar übrig gebliebene Zähne und zu viel Zeit hatte. Das Schlimmste daran ist, dass diese Art von Dingen in der Welt der Zahnärzte ein ziemlich gängiges Mittel gegen
gegen Langeweile sind. Ich möchte auf keinen Fall einen Zahnarzt haben, der so alt ist und meinen entfernten Weisheitszähnen macht. Dieser Fall erinnert mich doch sehr stark an einen Serienmörder. Nummer 3. Seeungeheuer. Als ein Mann auf den Philippinen fischen ging, war er schockiert, als er dieses abscheuliche Ding fing. Mit Hilfe von Reddit fand er schließlich heraus, dass es sich um eine Art Borstenwurm oder Polychäte handelt. Wenn du jemals auf einen solchen Wurm triffst, solltest du es auf jeden Fall vermeiden, die dünnen Borsten zu berühren, da sie sich wie Glasfaser auf deiner Haut festsetzen und es sich dann anfühlt, als würde es brennen. Da du jetzt weißt, ist es wahrscheinlich am besten, wenn du diese Dinger sofort wieder ins Wasser wirfst, wenn du ihnen begegnest. Nummer 2. Meeresgehirn. Diese seltsame hirnähnliche Kreatur war nicht das, was der ursprüngliche Poster des Bildes aus seinem Flusskrebskäfig aus 40 Meter Tiefe herausholen konnte. Zunächst einmal handelt es sich natürlich nicht um einen Flusskrebs. Es handelt sich um einen ganzen Haufen geschlossener Seeanemonen, die sich gelegentlich zu fleischigen Klumpen wie diesen zusammenfinden. Während sie im Westen nicht gerade ein beliebtes Gericht sind, werden in Ländern wie Südkorea bestimmte Anemonenarten gegessen. Also sollte dieser Typ nicht allzu enttäuscht von seinem Fang sein, auch wenn er aussieht wie aus einem John Carpenter-Film. Nummer 1. Pelziger Albtraum. Diese Kreatur, die in der Hölle und in menschlichen Albträumen zu Hause ist, wurde auf dem Gartenstuhl eines Redditors gefunden. Zum Glück wurde sie nicht aus einer anderen Dimension dorthin geschickt, um ein Zeitalter des Chaos und des Wahnsinns einzuläuten. Es ist nur eine sogenannte Phobitrompithecaeum und sie ist für Menschen völlig harmlos. Auf Englisch nennt man sie auch Monkey Slugs, aber sie sind weder Affen noch Schnecken. Sie sind die Larvenform eines Schneckenspinners. Sie wachsen zu ziemlich normal aussehenden Motten heran, also versuche die Motten in ihrer peinlichen Mittelschulphase nicht zu verurteilen. Stell dir vor, das wäre dein Jahrbuchfoto. Konntest du einige dieser seltsamen Dinge schon vor mir entdecken? Was ist das Seltsamste, das du je entdeckt hast? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und wie immer, danke fürs Zuschauen.